ein Jahrhunderttalent des Radsports. Now this guy, he was so good. Eine unglaubliche Extraklasse. Wer soll diesen Mann schlagen? Jan Ullrich hat die Tour de France gewonnen. Das wichtigste und schwerste Radrennen der Welt. Da ist auf ihn eine Welt reingebrochen, mit der er nicht fertig wurde. Alle Augen sind auf Jan Ullrich gerichtet. Jan Ullrich ist raus. Bin absolut unter Schock. Jan war ganz oder gar nicht, alles oder nichts, schwarz oder weiß. Das Urteil 4 Jahre auf Bewährung. Jan ist ein Grenzgänger. Retten kann er sich, glaube ich, nur selbst. Man muss ja auch selber wollen. Die Zeit, die er jetzt hier ist, das ist ja jetzt mittlerweile 4 Jahre, hat ihm sehr gut getan. Und er ist ja auch ein freier Mensch. Er könnte ja morgen irgendwo hinfliegen, wo er will. Oder ihr könnt irgendwo anders wohnen. Merding heißt ja nicht nur Merding als Lokalität, sondern Merding heißt ja auch die Leute, die schon da waren, bevor Jan Ullrich dieses ganz große Heldentum da halt erreicht hat in Deutschland. Und die sind nicht nur für Jan da, weil sie nochmal von seinem Ruhm profitieren wollen, sondern die waren auch schon da, als Jan Ullrich einfach der junge, schüchterne Radsportler war, der brutal viel Talent halt hatte. Jan Ullrich kam ja von Rostock über die Zwischenstationen Berlin und Hamburg nach Merdingen und erklärte, ich bin ein Merdinger. Damals hat der Gemeinderat die Straße von unserer Schule umbenannt in Jan-Ullrich-Straße, damit der Name Ullrich geläufig bleibt im Dorf und vielleicht als Vorbild für die Schule dienen kann. Rostock wird mir nie irgendwie fremd werden, weil ich hier viele, viele Jahre aufgewachsen bin. Meine Familie wohnt hier und es verbindet eigentlich viel, viel mehr als zum Beispiel Berlin oder Hamburg. Der war eigentlich wie mein Sohn. Über seinen Vater eigentlich, ja, nee, hat er nicht gesprochen. Also, die Bezugsperson war dann letztendlich sein Trainer, war ich. Oh, was ist hier los? Was? Guck mal, wer ist das? Hä? Ist das der Jani? Ja. Der Jani? Fast so groß wie ich doch. Als ich ganz klein war, haben meine Eltern sich geschieden und wir haben das eigentlich gar nicht so mitgekriegt, wie es wäre, wenn Vater da wäre, weil meine Mutter hat das wirklich prima gemacht alles und ich weiß es nicht, wie es mit Vater ist. Und durch meinen Opa, durch den Rest der Familie, durch meine Mutter, die sich sehr, sehr angestrengt hat, da hat uns nichts gefehlt. Ja, meine erste Begegnung war mit Jan. Wir hatten im Winter einen Crosslauf in Lüttenklein, wo er auch mal gewohnt hat. So, und dann beim Training habe ich dann gefragt, Mensch, hat nicht noch einer einen Bruder oder aus der Verwandtschaft irgendein Cousin? So, und dann meldet sich Stefan und sagt, ja, Herr Sager, ich habe noch einen Bruder, der Jan, der ist 9 Jahre alt, den könnte ich ja mal fragen. Dann kam Mutti am Sonntag mit dem Trabant, das Volksauto damals, ins Fischerdorf gefahren. So, und dann stiegen dann seine Mutti, Stefan und der Jan aus. Der sah aus wie, ja, ein abgezogenes Karnickel, ne? Nur mit, ja, Muskel und Haut, so, mehr war nichts. Bei Jan, ja, habe ich natürlich das große Los dann letztendlich gezogen und seinen Bewegungsdrang, seine Freude zum Sport für mich eben genutzt und habe aus ihm eben den Rennfahrer gemacht. Also sie sind im Winter immer Cross gefahren und zwar hier in Rostock im Schweizer Wald. Und also da konnte das noch so kalt und noch so regnerisch sein, also da hat den Jan nichts abgehalten. Da hat er sich eine dicke Pudelmütze aufgesetzt, was man hier deutlich sieht, und dann ging das los. Damals in Rostock hatten wir so eine kleine Zeitfahrstrecke.
Wir waren damals, glaube ich, 10 Jahre alt. Ich hatte schon ein Jahr vorher angefangen und hatte in dem Jahr auch wirklich dann alles, was dann an Rennen war, gewonnen gehabt. Und ich bin dann natürlich auch bei diesem Rennen davon ausgegangen, dass du dieses Rennen eigentlich gewinnen müsstest. Ich bin dann tatsächlich Zweiter geworden. Es war ein bisschen komisch, weil er war damals einen Kopf kleiner als ich. Da habe ich gedacht, ups, wie kann denn das sein? Und das war eigentlich so die erste Begegnung mit Jan Ullrich. Wir waren damals, glaube ich, das war das erste Trainingslager, was wir mal gemacht hatten. Und ja, und da haben wir mit Peter Sager so einen Wettbewerb gemacht, komm, jetzt machen wir einen Stehversuch hier. Also wirklich jeder stellt sich auf sein Fahrrad und versucht so lange wie möglich zu stehen. Ja, und die meisten sind dann, keine Ahnung, nach 10, 20, 50 Sekunden umgefallen. Einige haben es ausgehalten, vielleicht 2 Minuten. Ja, und Jan war nachher, hat gesagt, er macht die Stunde voll. Und da gab es einige Situationen, ja. Also er hat immer so ein Extrem gelebt. Das ist das Büro des PSV Rostock, Abteilung Radsport. Jan war hier und hat unter anderem auch seinen Freund André Korff dann hier getroffen. Und dann wollte er unbedingt noch mal hier an seine Geburtsstätte. Dann sind wir auch noch ein bisschen Rad gefahren auf der Radrennbahn und dann hier in die Baracke rein. Und dann hat er das natürlich hier, wie sagt man so schön, aufgesogen mit dem Handy. So, und dann wie er hier reinkam in die Baracke, ja, das gibt's doch gar nicht. Da sprüht das einfach aus ihm heraus und dann merkt man, wie glücklich er eigentlich gewesen ist, was er hier damals so erlebt hat. Berlin war natürlich noch ein Stück größer, aber wir sind da ja auch ins Internat gekommen und da gab es wirklich einen geregelten Tagesablauf und da konnte man sich nicht einfach irgendwie machen, was man will. Der Korff war fast dabei, wieder zurückzugehen. Der hatte Heimweh ohne Ende. Musste ich natürlich sehr viel Feingefühl aufbringen und ihn beruhigen und sagen, du, das wird alles entsprechend. Und Jan Ullrich, den interessiert das überhaupt nicht. Seine soziale Prägung, die war, ja, er hatte gar keine. Er wollte Radfahren. Er wurde dann auch gleich dann DDR-Meister auf der Straße. Ja, auch so eine Episode da, wo wir dann ausgewertet haben, wo ich dann gesagt habe, naja, du warst berghoch schneller als bergrunter. Wieso? Ich sage, na, weil du so ein Floh bist, dein Gewicht hat ja nicht geschoben, du musstest treten. Es gab mal so eine Zeit, da hat er so einen Spitznamen gehabt, der hieß Kofik, weil er alles, was er gesehen hat, wollte er kaufen in dem Moment. Ja. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, und zwar als es dieses Begrüßungsgeld gab, 89 nach Grenzöffnung. Hat er tatsächlich von diesen 100 Mark, die es damals gab, glaube ich, für 99 sich ein paar Turnschuhe gekauft. Dann ist er nach Hause gekommen, hat ein paar Turnschuhe gehabt und dann hat er gemerkt, mit der Mark, die ich noch habe, komme ich nicht mehr weit. Dann hat er sie halt weiterverkauft, um wieder ein bisschen Geld zu haben. Die standen urplötzlich da, Mutter sehr nach in einer Landschaft. Und dann kam Bernd Dittert auf mich zu. Und sagte, da in Hamburg gibt es jemanden, der will da eine Bundesliga-Mannschaft aufbauen und der hat da großen Sponsor und so weiter und so weiter. Ich sage, naja, dann kann man sich ja mal darüber unterhalten. Und so baten sich dann Richtung Hamburg Verbindung an. Ja, wir sind ja mit einer kleineren Gruppe dann nach Hamburg gezogen, haben da so eine kleine WG gegründet. Wir waren damals, glaube ich, 18, 19 Jahre alt. Das war so das erste Stück Freiheit. Wir haben die ersten 3 Wochen auf der Reeperbahn gewohnt. In dem Hotel, wo wir gewohnt hatten, haben wir Zimmer nach hinten in den Hof gehabt. Und weil man uns halt ein bisschen Ruhe gönnen wollte. Und das haben wir aber nach 2 Tagen geändert. Also wir wollten natürlich was mitkriegen, sind dann nach vorne gezogen. Hallo.
Es drehte sich alles hauptsächlich um den Radsport. Wir hatten unsere Ausbildung damals angefangen, auch in Hamburg, die wir dann leider nicht beendet haben. Sie haben Ihre Lehre als Industriemechaniker abgebrochen. Warum? Ja, ich habe mir gesagt, das kann man nicht mehr gemeinsam machen. Entweder macht man eins richtig oder beides. Da kann man. Also ich hatte so viel Ausfall gehabt in der Lehre und das habe ich nicht mehr beides geschafft. Seit Ende 91 lebt Jan Ulrich in der Hansestadt in Hummelsbüttel. Zusammen mit seinen Teamkollegen in einer Wohngemeinschaft. Wir haben dann unsere WG gehabt, so ein Einfamilienhaus am Rande von Hamburg. Von dort aus also optimale Trainingsbedingungen. Ich denke mal, dass mit dem Erfolg, den wir da vor Ort hatten, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben wir, glaube ich, auch gezeigt, dass wir uns da ganz, ganz wohl gefühlt haben da oben. Was mir immer in Erinnerung bleibt, ist halt vor Oslo, vor der Rad-WM, waren wir zusammen im Fahrstuhl. Und da ging es halt um seine Schuhplatten. Die sahen aus, als wenn er dann mit einem Marathon gelaufen wäre, für die Klickpedalen halt da drunter geschraubt und vorne an der Nase ein Stück abgebrochen. Und, oh ja, ich muss die Platten noch tauschen. Und alle sagten, ja, Jan, solltest du wahrscheinlich tun. Das Regenbogentrikot des Weltmeisters der Amateure. Und mit den Schuhplatten ist er ein Weltmeister geworden, weil er nicht mehr die Muße hatte, irgendwie seine neuen Schuhplatten da drunter zu schrauben. Und er sagt, okay, der ist mal richtig entspannt. Von Jan Ulrich, dem Weltmeister, meine Damen und Herren, eine Sensation, eine Radsportsensation, wie sie es seit zig Jahren nicht mehr gegeben hat. Ein junger Deutscher wird Weltmeister 1993. War der Wahnsinn, ja? Wir sind im Prinzip den Tag danach, wo die Profis, also wo der Lance Armstrong nachher gewonnen hat, sind wir zusammen, haben wir den Tag verbracht in Oslo. Durfte mal auf die VIP-Tribüne und sowas bei Oslo und habe im Prinzip das Finale vom Lance haben wir auf der Tribüne gesehen. Da. Ganz lieber, der immer mitgefiebert hatte, einer meiner größten Fans gewesen. Und es war für mich damals so traurig, als ich. Er hat immer gesagt, er möchte mal unbedingt mich mal im Fernsehen sehen, auch mal, wo ich gewinne oder was. Und 14 Tage danach, wo er dann gestorben ist, wo ich dann Weltmeister in Oslo war. Das denke ich auch. Das habe ich so ein bisschen an ihn gewidmet. Ja. Sein Opa war sein Idol. Und wenn der Opa, sagen wir mal, etliche Jahre jünger gewesen wäre, und ihn weiter hätte begleiten können, wäre Jan Ulrich nicht so durchs Leben marschiert, wie er letztendlich leider dann marschiert ist. Sein Opa war alles und sein Opa, ja, und nachher sagte er, ich bin für meinen Opa gefahren. Jan Ulrich kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Der Vater spielte früh keine Rolle mehr. In der Familie spielte Gewalt eine Rolle, gegen die Mutter auch, was Jan mitbekommen hat. Jans Vater war ein körperlicher, physischer Riese. Der war damals Eisschnellläufer, vom Beruf Maurer, aber natürlich auch ein Schluckspecht. Das hat mir Jan selber auch erzählt. Und er hat die Kinder geschlagen, er hat auch seine Mutter geschlagen. Und er hat den Jan noch mal so geschlagen, dass er am Kopf eine Platzwunde kriegte. Die hat ja Jan heute noch. Ob dann sozusagen die Gene auch in den Problemen, die später auch nach seiner Karriere erst besonders deutlich offenbar wurden, ob die da auch eine Rolle gespielt haben, müssen Experten dafür beantworten. Aber er war in diesem Bereich sicherlich nicht gesegnet. Er war körperlich gesegnet. Ja, also Armstrong hat zu mir gesagt,
Wenn ich den Körper von Jan Ullrich hätte, gewinne ich 10-mal in Folge die Tour de France ohne jeden Zweifel. Körperlich war er gesegnet, dieses Kraft-Masse-Verhältnis, was im Radsport das Entscheidende ist. Aber mental, mit den Wurzeln aus der Familie, war er nicht gesegnet. Glückwunsch nochmal, Jan Ullrich. Ja, ich würde mal sagen, es war alles ein bisschen hektischer und stressiger geworden jetzt durch die ganzen Medien und ich musste überall schon Interviews und das ist alles ein Neuland für mich, kann man so sagen. Aber ich meine, ich denke, man macht sich selber schwer, wenn man sich darüber den Kopf zerbricht. Ich gehe einfach locker rein und deswegen geht es eigentlich ganz gut. Viele Leute hatten dann Interesse an ihm. Da habe ich den Eindruck gehabt, dass er vielleicht hier und da ein bisschen leichtgläubig ist und ein bisschen sich sehr leicht beeinflussen lässt von Leuten, die er vielleicht gar nicht kennt. Das ist mir schon immer aufgefallen und gerade zu dieser Zeit. Ja. Also, das hat mich damals ein bisschen skeptisch gemacht. Wie ist das Leben im Vergleich zu früher? Ja, früher im Osten hat natürlich alles gestimmt mit dem Sport und da hat man Schule und Sport, also das war alles vereint gewesen. Jetzt ist es ja ein bisschen anders mit der, zum Beispiel wenn man jetzt eine Lehre machen möchte, muss man jetzt voll durchziehen. Das ist anders als im Osten. Für Jan hieß es, vorbereitet oder nicht vorbereitet zu sein. Auf all die schweren Entscheidungen, die er später treffen musste. Er war in einem System aufgewachsen, das den jungen, talentierten Leuten beibrachte, ihre ganze Persönlichkeit auf den sportlichen Erfolg aufzubauen. Und auf nichts sonst. Sein Familienleben war zerrüttet. Es gab keine solide Basis. Nationalmannschaft hat ja immer Halt gemacht hier im Gasthof Keller bei uns. Da haben wir übernachtet. Ja. Das heißt, dann auf dem Weg von Hamburg hier runter musste er natürlich einen sehr langen Weg. Ja. Und irgendwann sagt er, du, kann ich nicht mal bei dir bleiben die Woche? Dann sage ich, ja, kein Problem, kannst du da bleiben, lege mal eine Matratze in mein Zimmer, dann war er hier in Merdingen. Ja. Und dann kam er eben in den Schwarzwald nach Merdingen. Und das sind ja dort Bauern, im besten Sinne Weinbauern. Ja? Einfache, gerade Menschen, die eben, die haben den sehr gemocht, die haben ihn integriert. Er war ja dann auch familiär dort verknüpft. Deswegen habe ich das schon so empfunden, dass er dort zum ersten Mal eine richtige Verwurzelung auch für sich erlebt hat. So eine Heimat, die er vielleicht vorher gar nicht so hatte. Das Dorf wurde zum schönsten Dorf Deutschlands gewählt. Wirklich idyllisch. Und irgendwie ist es komisch, dass es so weit von Rostock entfernt liegt. Geradezu am anderen Ende von Deutschland. Er wechselte also hinüber in dieses idyllische westdeutsche Leben und in eine Familienstruktur, die ihm Sicherheit gab. Sie hat einfach Wohlgefühl bei uns, ne? Und wenn er was braucht hat, braucht er nur sagen, wir sind quer bei Fuß gestanden. Und dann war ja der gemeinsame Entschluss, okay, Mensch, wir müssen beide Profi werden. Ja? Und dann hatte ich so eine Abschlussfeier. War Saisonende, es war lustig, ein bisschen Alkohol dabei oder sowas. Ja? Und da hatte Jan dann im Prinzip seine Gabi kennengelernt. Und dann eine Woche später, denke ich mal, ist er nach Merdingen irgendwo eingezogen. Nicht mehr bei mir, sondern bei der Gabi. Er war schon dabei bei gewissen Arbeiten, auch bei der Ernte, bei der Lese. Ja. War schon mal mit dabei, hat sich auch schon dafür interessiert, wie das Ganze vor sich geht. Er trinkt auch vielleicht mal ein Glas Wein, allerdings sehr in Maßen, weil es Sport nicht zulässt. So, ja. Aber ich glaube, er hat sich nicht bloß mit meiner Tochter, sondern auch mit dem Merdinger Rotwein angefreundet. Die Familie von Gabi Weiss baute Wein an. Und man könnte sagen, dass es gerade für Jan möglicherweise gefährlich war.
Also hierher zu ziehen, hat mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich liebe eigentlich auch die Berge. Hauptsächlich, also ich wohne wirklich gerne und die Mentalität hat mich schon begeistert, hier auf meinen Sport auszumünzen. Ja, weil man sind alles wirklich sehr, sehr begeistert, Radsportbegeisterte Leute hier. Das, im kühlen Norden hat man das nicht gehabt. Ja, da hat man kaum Begeisterung gehabt für den Sport. Und ich habe hier eine ganz nette Familie gefunden. Jens, steht fest, du wirst überhaupt kein Profi erstmal. Du fährst mit deinem Weltmeistertrikot noch ein Jahr. Du wirst der Gejagte sein. Im taktischen Bereich war er nicht der Beste. Sein Wille zu siegen, der ist also sehr stark ausgeprägt. Ja, und einige andere Sachen müssen an ihm noch geschliffen werden. Und ich habe damals ihm auch dann sagen müssen, ich sage, weißt du, das ist so aus einer so persönlichen Überheblichkeit und Arroganz. Fährst du so? So ungefähr, als du bist der Größte und du kannst dir das leisten, aber du kannst es nicht. Und dann kam ein Angebot von der Telekom. Sie wollten ihn haben. In Zukunft also Seite an Seite mit Stars und Kollegen vom Team Telekom. Und der ein oder andere wies Jan Ullrich sicherheitshalber erstmal auf die Besonderheiten der City Night hin. Heute hat erstmals bei den Profis Jan Ullrich sein Debüt gegeben. Können Sie was zu ihm sagen? Ja, es ist natürlich, wartet eine große Zukunft auf ihm. Ne? Ich hoffe, dass er das alles richtig anfängt und so seine Karriere und keine Fehler macht. Und dann kann er ein ganz großer werden. Besser wie ich. Am meisten fällt einem das natürlich auf, wenn man mit der Person trainiert. Ja, wenn man sieht, okay, man fährt irgendwo schnell den Berg hoch. Oh, der ist ja noch dabei. Fährt problemlos 200 Kilometer mit einem Riegel in der Trikottasche. Und da hat man schon gesehen, also da ist Potenzial. Aber gut, wir müssen mal die Rennen abwarten. Rennen ist immer etwas anderes. Und da waren wir schon drauf gespannt, wie er sich da so schlägt. Ja. Team Telekom, Deutschlands einziger Profirennstall, holte sich den viel umworbenen Jan Ullrich ins Ensemble. Mit ihm soll auf lange Sicht ein Sieger her. Gruppe von 20 Fahrern, ist man nur noch 5 ans Spitze fahren. Die Beine des Jungprofis sind müde, die Trainingsgrundlage des Winters zu gering. Sein erstes Ergebnis, 93. Ich habe mich ja sehr darauf gefreut, auf die Wettkämpfe, überhaupt auf den ersten Wettkampf mit der Profi zusammen. Waren ja auch viele gut am Start. Und Jan Ullrich hält sich lange im Hauptfeld. Nach 120 Kilometern bei der ersten Verpflegungskontrolle gibt er auf. Keine Kraft mehr. Wenn man ständig krank ist und nie so richtig in Form kommt und ständig hinterherfährt, dann zweifelt man schon an sich selber irgendwie. Und das war schon ganz schön hart. Das war irgendwie eine neue Erfahrung für mich, weil bei der Amateure hatte ich das nie. Konnte ich mit einigermaßen schlechter Form auch noch ganz gut mitfahren, sag ich mal so. Und jetzt bei der Profi ist halt unmöglich. Und dann kam ja dieses erste Profi-Jahr, wo ich ja gar nicht so richtig hing. Denn eins steht fest, da dann war er nicht mehr erstmal derjenige, der nur den Radsport liebt und alles macht und nur Radfahren will und Erfolge haben will, sondern da hat er die Zügel ganz schön schleifen lassen. Er wurde auf sich selber gestellt, du musst als Profi viel selber tun. Ja, und da ist er ein bisschen im ersten Jahr, glaube ich, schon in der Luft gehangen. Ich war bei Polti in Italien, ja, war nicht, auch nicht immer da. Ja. Und alleine konnte ich ihn halt doch auch nicht lassen. Ja. Sonst hat er gar nichts trainiert. Aber klar, du kannst dann auch einen, der erst 2-3 Wochen vor der Tour de France erst fit ist, kannst du dann auch nicht mitnehmen. Jan hat sich das Ganze natürlich von zu Hause angeschaut. Und ich glaube auch mit Tränen in der Augen. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass ich dabei war. Was halten Sie von dem Fahrer Jan Ullrich? Wird das mal ein ganz großer? Ja, natürlich schwer zu sagen. Die Zeit ist natürlich ganz anders. Aber ich denke, jetzt geht nicht mehr so schnell. Wenn man jung ist, muss man etwas länger warten, um an der Top zu sein. Gerade
Krankheiten haben ihn im Frühjahr zurückgeworfen. Dann kommt Ulrichs Heimtrainer Peter Becker und bringt seinen Schützling wieder auf Kurs. Jeweils täglich über 200 Kilometer und so etwa mit 4 Liter Mineralwasser ohne Essen. Nicht? Dann wissen sie, zu welchen Leistungen menschfähig ist, insbesondere auch der Jan. Ulrichs Form im Juni lässt Telekom-Teamchef Walter Godefroth ins Grübeln geraten. Er hat Ulrich für die Tour de France schon abgeschrieben. Der soll bei Olympia starten und deshalb ins Trainingslager von Bundestrainer Peter Weibel. Und der stellt Ulrich vor die Wahl, Atlanta oder Tour. Da habe ich eigentlich gehofft, dass ich die Tour de France starten darf. Ja. Ich habe selbst gespürt, dass ich gut in Form komme und dass die Formkurve noch nach oben geht und nicht nach unten, sondern und da möchte man natürlich schon die Tour de France starten, anstatt nach irgendwo groß ins Trainingslager zu gehen und auf Olympia vorzubereiten. Ja. Er fuhr wie ein künftiger Champion, körperlich, aber auch im Gesicht. Er hatte einen sehr konzentrierten Blick. Die Art, wie er sein Fahrrad anschaute. In seinem Alter hatte er vielleicht schon das Maximum erreicht. Seine Konzentration beeindruckte mich. Sein Gesicht war verschlossen. Da gab es einen jungen Fahrer mit einem richtigen Willen, der etwas vorhatte. Irgendetwas in ihm trieb ihn an. Er wollte um jeden Preis Erfolg haben. 1996, das war ein Geschenk an Bjarne Riis. Das wird Riis nicht gerne hören, aber das ist die Wahrheit. Man kann zwar nicht sagen, dass er gebremst hat beim Zeitfahren, aber Jan hätte vorher schon attackieren können. Die Kraft dazu hatte er. Riis war in absteigender, Jan in aufsteigender Form. Wenn er nicht in der gleichen Mannschaft gefahren wäre, dann hätte Jan 96 schon seine erste Tour gewonnen. Es ist unglaublich, in welcher Form sich das Team Deutsche Telekom hier heute präsentiert. Also ich bin eigentlich fassungslos, wie sich diese Mannschaft gewandelt hat. Etappensieger in Sestriere, Bjarne Riis. Wir sehen uns im Hotel. Ja, kommt ihr? Ja, tschüss. Ja. Ich habe mich sehr gut gefühlt und oben waren wir nur noch ein kleines Grüppchen gewesen und dann ist Udo attackieren gegangen. Tja, und ich bin immer bei Bjarne geblieben, hat ihm was zu trinken geholt, was zu essen geholt und so ein paar Aufgaben gemacht. Wir müssen uns ja nicht vormachen, 96 war Bjarne der beste Rennfahrer in der Tour de France. Der beste Rennfahrer in der Tour de France war Jan Ullrich, 96 schon. Die Rollen waren halt anders vergeben und auch zu Recht anders vergeben. Und ich weiß noch nicht, ob Jan 96 damit hätte schon umgehen können. Zu Hause vor dem Fernseher verpassen Mutter Marianne und Bruder Felix nicht ein Rennen. Und sie kennen das Geheimnis seines Erfolges. Es gab seit Kindheit nichts anderes für ihn. Das war wirklich vorprogrammiert bei Jan. Der sitzt seit dem sechsten Lebensjahr sitzt er auf dem Fahrrad. Es gibt auch heute für ihn nichts anderes. Der ist nie irgendwie abends weggegangen, hat nie irgendwie mit Alkohol irgendwie oder Bier getrunken und nie eine Zigarette in der Hand gehabt. Und er hat eher mehr trainiert, als eigentlich der Plan vorsah. Volles Haus gestern bei Familie Baldinger in Merdingen. Freunde und Bekannte, darunter natürlich auch die Freundin von Jan Ullrich. Und vierter Platz für Jan Ullrich, hinter Richard Pirak. Freude über den sensationellen Erfolg des Wahlmerdingers, doch auch die Angst vor einem Sturz bewegt die Gemüter. Also ich bin immer froh, wenn es rum ist, wenn alle im Ziel sind und wenn die Sache erledigt ist. Jan Ullrich, das ist Bestzeit und Führung in diesem Zeitfahren. Ist das eine Sensation, wenn es so bliebe? Das Abschlusszeitfahren war gigantisch. Die ganzen fünf Runden waren es, glaube ich, die wir fahren mussten, bin ich mit Gänsehaut gefahren. Das war so einzigartig nochmal. Also da finde ich gar keine Worte für. Die große Entdeckung.
der diesjährigen Tour de France, Jan Ullrich. Ihm gehöre die Zukunft. Hört man hier überall. Bei der ersten Tourteilnahme, zweiter Platz. Er war Zweiter und der Bjarne Riis hat gewonnen. Dann ist eine super Tour gefahren und vielleicht war es auch gut, dass er nicht gewonnen hat. Hat viel, viel Aufmerksamkeit bekommen, auch 1996 schon. Da waren L'Equipe hat schon gesagt, ja, oh, da kommt ein neuer Stern am Radsporthimmel, so ein Talent. Wenn ich den Champs-Élysées sehe, sieht zwar ein bisschen anders jetzt aus mit den ganzen Autos, aber es war einfach, ich denke mal, einer meiner schönsten Tage in meinem Leben. Ja. Ich wohne jetzt seit circa 2 Jahren hier in Merdingen und ich bin hier absolut gern zu Hause und ja. Wie gesagt, also es macht mich stolz, wenn so viele Leute hier sind. Er ist einfach der neue Champ. Er ist der neue Champ, er wird nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn er gesundheitlich fit bleibt, wird er der erste wahrscheinlich machen. Und er hat sich sofort wohlgefühlt hier bei uns im Ort. Und jeder hat ihn fast dann gekannt auch schon. Und das war schon für ihn auch so war beruhigend für ihn. Ja. Also ich habe keinen Rennfahrer kennengelernt, der annähernd das Talent hatte, wie Jan hatte. Ja. Also wir sind 4 Tage trainieren gefahren. Der hat halt Fortschritte gemacht, wofür wir wahrscheinlich 3 Wochen Trainingslager irgendwie im Süden machen müssten. Wie er es dann umsetzen kann im Rennen, wussten wir da auch nicht. Aber der Augenöffner war natürlich die Tour 96. Wie soll man sagen, er war so ein Genie, oder auch körperlich, mit so einem Körper ausgestattet war, dass er unglaubliche Kräfte gehabt hat, vor denen alle anderen Angst gehabt haben. Jan Ullrich scared me.